Ja, liebe Freunde, weiter geht's mit meinem kleinen Sowjet. Heute will ich hier unbedingt die 620 Punkte knapp, die noch fehlen, voll machen. Und ja, Rang 4 dann endlich erreichen mit meinem kleinen. Na. Viel haben wir noch nicht geschafft hier in den 10 Matches, die wir bis jetzt hatten. Die DP40 freigeschalten. Ja. Schon nicht easy going. Jetzt, wenn wir Priorität darauf setzen, dass wir langsam hier mal den Wagen rankriegen, damit wir dann auch mal zum Gegner hinfahren können. Ich habe übrigens die neue Sowjet-Titelmusik hier drin. Die habe ich jetzt gerade rausgefunden, dass die gibt. Die gibt es hier oben rechts bei der Einstellung. Kann man da Titelmusik auswählen. Und ja, es gibt sogar eine Sowjet-Titelmusik, habe ich gar nicht gewusst. Aber man lernt immer was dazu. So, dann hoffen wir mal, dass wir jetzt heute noch irgendwo reinkommen. Ja. Und da geht's auch schon los. Wird Zeit, sich auf den Sack hauen zu lassen. Stadtmap? E-Line. Bei der E-Line brauche ich Gewehr, bei der C-Line brauche ich TP40. Die Talamin war ich bei beim. Ganz große Klasse. Könnte ich gleich auf Gewehr umsteigen? Alle sind auf der E-Line. Ich habe hier leider noch kein Fahrzeug. Das ist ungünstig, meine Rollador. Ich bin schneller. Hart und sein eigenes Fahrrad, verdammt. Nehmen wir keinen mit. Irgendwie sieht der Russe wesentlich besser aus unter seinen kleinen Rucksack, ne? Ein bisschen. Nur seinen kleinen Aluhelm, ne? Der ist ein bisschen komisch. Hier ist wieder die Tour. De, leck mich doch. Scheiße, sind wir langsam. Bis wir heute noch irgendwo ankommen. Oh, Backe. Ja, natürlich. Da vorne fährt wieder der T-34 und wir sollen hier zwei Infanteristen halten in die Stellung. Komm mal, Alfred. Wenn einer kommt, dann haben wir ihn. Schön mit der Schippe ins Gesicht. Guck mal, das ist der Schlafanzug, Mensch. Einsteigen? Die Gelegenheit ist günstig. Komm! Kashmir, Katyusha Gamer, hier! Sie sollen wieder nicht mitfahren. Hey, Schlafmütze! Aber schnell! Ja, jetzt aber! Mach mal ihn hier, dabei! Mein Gottchen, nee, wir sind hier nicht auf dem Sonntagsspaziergang. Wie er aussieht! Fehlen noch rechts und links zwei Plüschohren, dann kommt er, kann alles kuscheln hier durchgehen. Also, dabei! Bin ich dir dabei! So, schon mal vorsichtshalber aussteigen. Jahr bin DP40, niemand kann an mir vorbei. So, da wir ja alle keine Fahrzeuge haben. Der Roland wieder so tut, als wenn er das Spiel beherrscht. Lennen wir wie jetzt so. Falschem Jäger. Gewehr 42 hat unser falscher Jäger erledigt. Du hast mich nicht gesehen, du hast mich auch nicht gesehen. Komm, sag ich mal. Oh Scheiße, der hat mich gesehen. Scheiße, lauf mein Großer! Risiko! Ich stehe drauf! Komm schon! Ah, jetzt ist er wieder reingelaufen. Sehr schön. Ich musste DP40 ziehen. Der zweite war auch noch dran. Ah, ja, das ist. Ach komm schon, die hätte es aber haben können. Guter Mann, gutes ABC. Gleich befördern den Jungen. Wer ist es? Oh, wer hat denn da eine Granate geworfen? Granatenkill, 5 Stück hat die Banane, Junge. Ich glaub's nicht. Alter Vater. Junge.
Was ist der Most Kill mit den? Oh, schön Büsche Heroes gemacht. Hab ich mich erschreckt? Ich hab getroffen, DP40. Gegen einen. Jetzt ist da eine Ecke. Woanders kann er nicht sein. Schnuffi, ich muss noch mal kurz gucken, ob meine Tellamin noch liegen. Ja, liegen. Vielleicht kommen unsere Freunde die Paras wieder. Da freuen wir uns doch schon drauf. Mein Freund, der Parade, der fliegt über mein Häuschen und ich renne hier schon wieder rum, als wenn ich abgeschossen werden wollen. Ja, Nadol, du sei ein Stück, du hast wieder einfach ein zu viel. Hör auf zu schießen. Uiuiuiuiuiui, da brennt aber der Schlimmer hier. Mein Gottchen, nee. Da sind. Schlechte Idee. Und da kommt er. Da ist er. Da kommt er. Zwei. Da, Junge. Verstecke Heroes. DP40 vor so wohin. Da war das falsche Jägergewehr 42, jawohl, und Headshot. Nein! Granate! Uiuiuiui. Wenn ich dieses Geräusch schon höre. Klick, 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 klick. Da gehe ich schon leicht langsam in die Knie. Ich wollte doch noch ein Alltag im falschen Jägergewehr 42 machen. Kann losgehen. Bin ready. Nein, da brauche ich noch eine Weile. Bis ich das gelevelt habe. Dass du mir meine Tellamine fährst. Wollen wir ja nicht. Vorwärts. Es gibt keinen Weg zurück. Und die Stuck sagt wunderbar. Ich mach euch fertig. Alles klar. Ein kleiner Freischwimmer. Einfach. Das aussieht wie Hundepaddel. Herrlich, 10 Sterne, mindestens. Allein wegen der Szene ist das Spiel schon göttlich. DP40 for the win, DP40 for the win. DP40. Ah, DP40, wo seid ihr denn? Jawohl, MG42, wer denn sonst? Kommen wir da jetzt nochmal rüber? Wie sieht's aus? Natürlich wird C3 angegriffen. Boah, leck mich doch. Bin ich auf der anderen Seite. Bin doch nicht dämlich. Ach, da kann man auch nicht spawnen. Hier ist das wieder schlimm hier. Na!
Ich habe jetzt hier wirklich nicht die Lust dazu, von C2 aus loszulaufen. Freunde. Doch, alles muss man hier selber machen. Komm. Alia, Alala, Alla. Alla ist groß, Alla ist mächtig. Dein Penis war größer als 1,60. Ich hab den Ravi neben mir zu sitzen. Geht das schon, ne? Aber gar nicht mehr los. Ich hätte die ganzen orthodoxen Juden warten, muss ich mal sagen. Das überlebt man! Ne, so einen orthodoxen Dark, die sind cool, die will ich haben. Komm, klappt das hier gleich mal zweimal? Die Stopp 3, die Stopp 3, die ist wieder dabei. Oh, geh einfach nach Hause. DP40, alle Mann in Deckung. Geh weg. Hui! Wie ich gerade geflogen bin, geil! Ja! Da haben wir wieder erwischt, den kleinen Drecksack. Nächste Runde, Zivillasser. Ralle, Dakar, wir sind so wunderbar. Du es aussieht! Ah, der Staub, da fahr ich nicht hin. Oh, da steht der Panzer 4. Du bist wieder hier und aussteigen. Meine Damen und Herren, wir haben gerade das Fahrzeug verlassen und rennen in den Wald. Und wir laufen, meine Damen und Herren. Und laufen. Und laufen, meine Damen und Herren. Laufen. Und links gucken, rechts gucken, links gucken, rechts gucken. Ich sehe einen Enemy. Wer hat Telamin? Oh, guter Mann. Guter Mann, egal wer Telamin gelegt hat, hat er gut gemacht. Der böse Deutsche darf nicht über die Brücke kommen. So. Wir müssen den Panzer ausschalten. Ich weiß zwar noch nicht wie und auch noch. Der deutsche Panzer 4. Ich bin jetzt wieder hier. Und da kommt der deutsche Panzer 4. Hauptsache hat der Panzer 4 mich nicht gesehen. One on one. Komm, der steht da oben. 5 Euro, dass er oben steht. Risiko. Der sitzt oben im Dach. Wusstest du jetzt doch, dass er da sitzt? Ah, der hat mit einem AP überlegt, du kleiner Scheißlacker! Oh. Mit wem hast du denn schon wieder geschlafen, nur damit du da überlebst? Oh, ich hab's doch gewusst, der sitzt oben. Da kommt ein Fahrrad, da kommt ein Fahrrad. Spawn, spawn, spawn! Natürlich hast du sofort gesehen, wo ich bin. Leck mich doch. Na, ja, zum Glück rückwärts kann er nicht mehr fahren. Gut. Haben wir denn noch? Können wir denn noch machen? Homo! Digga! Nimm mich mit! Ja! Tschüss! Danke. Vielen Dank, dass ihr an dieser Übung teilgenommen habt. Das ist wieder so peinlich. Wenn ich du wäre, würde ich da nicht aufs Fahrrad steigen. Genau deswegen. Gleicher Trick.
Oh, hier kommt da wieder so ein schwuler Para rein. Ein schwuler Para. Wetten, der kommt jetzt hierher? Schwule Para. Schwul. Infanterie. Einer von links. Rechts ist frei. Kommt der Para? Aber wieder nicht an der Wand stehen, dann schießt der Hetzer hier rein, nämlich direkt. KFZ kommt. Links da. Mindestens ein Mann. Wir werden dieses Gebäude verteidigen bis zum letzten Mann. Wie ich bereits bemerkt habe, bin ich der letzte Mann. Ich darf ja auch nicht rausgehen, dass unser Gebäude verloren. Los, komm, AC2, los, komm. Ich verlasse mich auf euch. Wir sind ein tolles Team. Mach doch bitte. Mach, was ihr wollt. Sehr schön. Ganz toll. Mach, los. Ich halte hier noch so lange in die Stellung. Lauschen. Vivian? Jawohl, du hast natürlich sofort gemerkt, dass ich hinter dir stehe. Jetzt kannst du da stehen bleiben. Vielen Dank, dass du mich erschossen hast. War nämlich ziemlich dämlich von dir. Was machst du denn jetzt da hinten? Du kommst ja jetzt nämlich nicht mehr weg. Oh, scheiße. Ihr seid wahnsinnig. Ihr seid definitiv verrückt. Oh, hier campt schon wieder einer und macht Spawn-Camping, anstatt da die aufzuhalten. Da steht ein vollbesetzter Jeep und er campt hinter der Mauer. Was für ein Feigling. Er schießt dann den, der spawnt. Hier sitzen sie jetzt überall in der Ecke und campen. Den haben wir jetzt von hinten erschossen. Hier campt noch ein zweiter, aber wo der jetzt ist, weiß ich nicht. APC war hier hinten, der kann überall sitzen. Machen wir das einzige Nützliche, was wir machen können, wenn wir hier sind. Halt, das behalten wir noch. Feuer. Ja, komm. Da irgendwas noch runterfällt. Das ist furchtbar. Oh, da ist noch einer rausgesprungen. Na komm, den holen wir doch noch weg. Kann doch nicht so schwer sein. So. Para, 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 para. Der Zivillaster. Panzer rausgezückt. Zeit rausholen. War mir scheißegal. Und weißt du auch warum? Weil du gecampt hast. Und ich war der Cleverer. Er hätte mich holen müssen. Wenn er C1 einnehmen will, muss er mich erschießen. Macht er nicht. War scheißegal. So. Hatten wir gerade ein kleines Déjà-vu? Na? KD ist nicht optimal, aber hey. Ist ja auch mein Idiotensoldat.
Frontlinienfußvolk, Frontlinienfußvolk. Oh, da kommt der Paraflieger schon wieder an. Ach Mann, kann ich den nicht irgendwie in die Tellermine unterschummeln? Kann er nicht nie verfliegen? Ach nö. Ach Bu, ihr seid scheiße. Jawoll, 4 Stück. Na, alles klar doch. Und da campt noch einer am Boden. Ich glaub's nicht. Verpiss dich. Hopp! Komm, wir machen Ringe, Ringereihe. Wir machen Ringereihe. Und wieder haben sie mich alle abgeschossen. Und diesmal was? Wieder ein Nachteil. Ich muss mich gar nicht erschießen lassen, weil wir haben ja C3. Ich muss sie nur hinten beschäftigen, dass die da hinten bleiben. So, die fahren jetzt nicht ernsthaft mit dem Zivillaster über die Brücke. Die sind doch. Das ist doch niemand so wahnsinnig. Kleinen DP-40 erschieße ich niemanden auf der Entfernung. Ich will die MP40, ich will die MP40. Danke. Die Paras, die kommen. Da kommst du doch verlassen. Stiffitchen! Geh da weg, geh da weg, geh da weg, geh da weg! Da kommt der Deutsche! Und da ist er weg! Meiner! So Leute, ran an die Radieschen! Vorwärts! Kann Stalin in die Hand und dann wird's interessant. Ah, jetzt verlieren wir die E-Line. Oh, das ist nicht gut. Wir haben gerade E2 wieder geholt. Na, dann ist ja nicht gut. Oh. Und dann haben wir ja noch Zeit. Jetzt kommt hier die große Großoffensive. Einfach schön. Sniper? Das ist ja furchtbar hier. Man fühlt sich ja fast schon sicher. Wobei, wobei. Da ist die Stock 3. Ich bin hier, bin hier. Da kommt der Panzer hier. Und sie sind wieder alle da. Ist das wunderbar. Wie viele Panzer haben wir denn? Ach ja. Auf unserer Seite natürlich geil. Wäre auch langweilig, wenn wir einen hätten. Hetzer ging zum Laden. So, wenn wir dann schon mal drüben sind, müssen wir taktisch noch ein paar Tellamin verschütten. Wir müssen ja noch ein bisschen KD farmen. Schön mit Tellamin, weil anders können wir es nicht. Lauf, 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 lauf. Lucky, lucky. Er hat sich umgedreht, verdammte Kacke. Ja, auch noch eine Mine, Teller. Die sind wieder an Mine, Teller vorbeigefahren. Komm, lauf, Schneewittchen, lauf, lauf, Schneewittchen, lauf. Von Stalin. Ach Leute! Coole Leute halten die E-Line! Coole Leute tun sowas! Jetzt 42, da lang schießen bitte! Na, dem einen in die Arme gelaufen? Das ist aber ärgerlich! Das ist jetzt aber dumm gelaufen.
Komm, ihr haltet ihr eins. Tut doch mal was für euer Geld. Ah, jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Kannst du beim nächsten Mal nicht von der anderen Tür reinkommen? Mein Gottchen, nee. Mann, ey, jetzt habe ich einmal nicht aufgepasst. Komm schon, kriegst du das noch gehalten? Bitte, komm schon. Ivan! Ach, Mann, oh. Hier campen sie alle im Wald. Oh, ihr seid so lächerlich, seid ihr ehrlich. Ihr seid die größten Flachzangen überhaupt. Alle hocken sie in den Büschen. Super, wir haben O1 gekriegt. Toll. Jetzt bin ich auf der falschen Seite. Ey, Stuck. Stuck, wo bist du? Schieß mal. Ha! Komm, da tallern wir wieder ein. Homo, nimm mich doch mal mit. Ivan! Ivan! Ivan, du sei doch. Ivan, du sei doch kein Ruski. Wie sie hier alle rumrennen. Ach, ich hätte hier nicht spawnen dürfen. Ich hätte hier nicht spawnen dürfen. Ich bin kein Fan davon, aber man kann sie schon selber umbringen. Das funktioniert auch. Aber ich bin mich so gut gern selber um. Vielleicht kriege ich den ein. Wehe, du drehst dich jetzt um und schießt mich ab. Hat der gerade Büsche hier rausgemacht? Campt der jetzt hier irgendwo? Der hat doch jetzt hier irgendwo gecampt. Was für ein Feigling. Hätte ihn auch mitgenommen. So wäre ich ja nicht gewesen. Komm, wo ist der Sniper? Komm, hier campt doch noch mal einer. Muss doch einer campen. Das ist doch langweilig. Hier kommt die russische Kavallerie. Jawohl, und da wird gecampt, bis der Arzt kommt. Siegt safen die Dayline. Und deswegen, ne, mit solchen Spielern verlierst du jedes Spiel. Jedes Spiel verlierst du mit solchen Spielern. Jedes Spiel. So, ich kann ja nicht mehr joinen. 18 Mann von den Paras und du gewinnst jedes Spiel gegen den. Wer da campt, hat schon, das ist schon verloren dann. Wenn da 18 Mann hinten hängen und D-Line campen, obwohl die D-Line nicht mehr da ist, dann kommt er eben von hinten rein. Ich war eh nur ein Mann. Aber dass der schon da wartet auf mich, das ist wieder mal peinlich. Naja. Wenn er es nicht anders kann, bitte sehr. Na, spielen wir noch ein Skirmish. Schlagen wir uns da noch mit rum. War jetzt zu erwarten. Ja, wenn der Gegner von der B- und von der C-Line anlegt, dann legt man sich bei A1 am Spawn hin und wartet, bis jemand kommt. So spielt man. So und nicht anders. Ich könnte auch die neue Map noch mit reinnehmen. Ist egal, na komm, eins machen wir hier noch. Einfach nur, weil es Spaß macht, sich hier rumzuärgern. Haben die gar keine Paras? Oh, dann können die ja gar nicht spielen, wenn die gar keine Paras haben. Können sie ja gar nicht. Doch, die haben doch Paras. Ah ja. Was sag ich denn hier? Jeder hat hier Paras. Ohne Paras geht doch das Spiel gar nicht. Ivan! Ivan, nehme ich mit, Ivan! Kommt doch mal einmal hin, das Skirmish. Wer vom Panzer über aufgeholt werden, ist doch die Scheiße gar nicht. Ich habe eh nicht hingekommen. Fahr einfach. Fahr einfach. Mehr als verlieren können wir nicht. Schnucki ist heute ganz vorsichtig. Oh, ein Holztown. Ja, richtig. Das ist ein Holztown. Oh ja. Guter Junge. Rechts abbiegen. Nicht rechts. You need some water? Sehr schön. Fahr schon mal weiter. Lass dich mal hier schießen. Du triffst nichts mehr. Da kommt einer.
ich, hier bin ich, hier bin ich. Bam! Ich könnte mich immer wegschmeißen, wenn dieser Trick funktioniert. Einfach stehen bleiben, nicht ausweichen. Ist einfach klasse. Einfach toll. Immer wieder herrlich. Darf ich noch aufspawnen? Bitte. Bitte, 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 bitte. Ach ja. Die Spiele sind ohne Tellermine unspielbar geworden. Sonst geht ja der ganze Spaß verloren, wenn man gar keine Tellermine dabei hat. Jawohl, werf mal eine Handgranate oben rüber. Hast du wen hier getroffen? Nein. Schön. Der mobile Spawn. Komm, hier campt doch nur noch einer. Der sitzt oben im Dach. Euro. Motzt ihn über den Haufen, jawoll. Den haben wir aber weggeholt. Mann. Geh mal kurz her hier. Kriegst du gleich wieder. Komm, wo ist er? Komm mal her, ihr Barra. Ach, Mann, hier auf dem Kämpfung. So. Komm mal her. Los, komm. Wehe, du springst jetzt ab. Wehe. Wehe. Wag es dir. Geh doch mal lieber eine Kurve. Wow. Rüber. Danke. Wow. Wir sind etwa unter Beschuss. Ja, ein Sperrfeuer kann ich nicht geben. Ich hoffe, ich bin nicht tot. War klar. Es ist dumm, dass ich keine Tellermine eingepackt habe. Jetzt muss ich hier stehen bleiben, bis die Verstärkung kommt. Ja, natürlich kriegst du den Bogen gefahren. Wie der eben gefahren ist. Vollspeed, einfach mal rum um die Kurve. 80 Grad. Seit wann haben sie den Kühlwagen denn hier so OP gemacht? Dass du jetzt wieder so eine Fahrrichtung schlagen kannst. Normalerweise schlägt der immer hinten aus. Immer. Außer in dem Fall, wo ich da stehe. Da natürlich nicht. Da kann er natürlich noch eine Schleife fahren. Mach doch beim nächsten Mal noch ein Salto. Wieso haben wir denn jetzt instant 2 Punkte verloren? Das ist mir jetzt auch schon wieder sehr, sehr... seltsam. So, jetzt haben wir noch 5 Euro, dass wir jetzt vom One-Shot-Karabiner weggeholt werden. Ja. Das ist mal lustig, ne? Happy Set Bronze, stirbst du 10-mal. Happy Set Silber, stirbst du nur noch 5-mal. Und bei Happy Set Gold, stirbst du nur noch 2-mal. Also so ist es jedenfalls bei mir im Schnitt. War schon mal nach vorn. Mensch, schwimmen, schwimmen, schwimmen. Wer schießt denn hier? Ich habe ja auch einen ganz blöden Anlauf hingenommen. Tellermine-Teil. Ja, wenn wir sonst keine Kills hinkriegen, aber mit der Tellermine. Da können wir's. Schleichen uns von der Seite an, weil ich das am besten kann. Du hast die Tätige Salon schon mal vor. Der steht an der Flak. Du kommst.
kommst ja nie im Leben rüber. Kommst nicht ran. Keine Chance. Komme ich nicht rüber über die. Ja, das war's. Wenn ich rauslaufe, bin ich tot. Steht fest. Irgendwie ausschalten. Ich bin nicht als tot gewertet worden. Das wollen wir nochmal festhalten. Der Trick ist einfach zu geil. Das müsst ihr mal machen. Der Spaß ist unheimlich. Halt an! Ah, der hat schon zweimal drauf. Oh Mann, oh. Ich bleib jetzt bei A sitzen. Einzige, was ich hier noch sinnvoll machen kann. Ah. Oh, wie sieht der Sniper von hinten? Wenn er schon einen One-Shot-Muss hat, dann geht doch mal nach vorne und schieß einen ab. Panzerschreck. Ah, scheiße, zwei Mann, ich sehe keinen. Ja. Nicht zu sehen, wenn die sich da irgendwo in den Busch reinlegen, hast du hier keine Chance. Zu Fuß brauchst du ja eigentlich gar nicht losrennen. Ich glaube, ich bin auch so ziemlich der einzige Idiot, der immer zu Fuß vom Spawn aus losläuft. Ne? Kann das sein? Dass ich immer so einer der einzigen bin, die da zu Fuß loslaufen? Also ich sehe immer, ne, wenn ich auf der anderen Seite mitspiele, dann sehe ich da kaum einen laufen. Die sitzen etwa im Busch. Oder die fahren mit dem Auto. Ja, das war's. Können wir jetzt hier noch 2 Sekunden abwarten. 93, kannst du auch noch mit einer Wanne waren, aber das ist ja lächerlich. Na, ja, wenigstens haben keine Panzer da, ey. Haben wir nochmal Skirmish gespielt. Und wir haben 100 Punkte bekommen. Mehr ist aber auch kaum drin. 98%, da müsste jetzt einer C ankämpfen, damit das neutral bleibt. 99%, das kann ich wieder hinwerfen. Was? Gut, so haben wir wieder alles gegeben. Nehmen wir mal. Alles gegeben ist gut. Gebe 3,5 Sterne. Ja. Na, wenigstens sind wir jetzt Rang 4. 5-3, eine Eroberung. 2000 Credits dafür gekriegt. Was habe ich im anderen Spiel gehabt? Hey, ich habe Telamin. Hey, ich habe eine Pistole. Wieder mal zweimal verloren. Nicht ganz so begeistert, 10.000 Credits gemacht, hier hatte ich 2 Eroberungen, 600 Punkte. Die haben da sich noch eine Runde rumgeschlagen, aber da kannst du ja nichts mehr machen, wenn eine Line geschlossen ist. Ja. Ich kann jetzt die Munition noch auffüllen. Wherever. 10.000 haben ungefähr plus gemacht. Dann haben wir jetzt wieder ein bisschen was gespart. 2000 Miese. Ja, 2000 Miese gemacht. Da haben wir 8000 plus fürs nächste Mal. Damit wir uns mal ein paar Modifikationen holen können. Vor allen Dingen für die DP40. Und für das Gewehr, weil das Gewehr ist ja jetzt richtig gut geworden. Machen wir uns doch gleich mal, was haben wir denn hier? Die harte Feder. Also
sonst noch was? Den Lauf? Können wir schon den guten haben? Den guten haben wir noch nicht. Ach, den guten brauche ich. Dann sparen wir für den guten. Gut, 8000 Forschung, das war's.